Ja, hi Helmut hier, ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. In dem Video geht es um die 9 Stereotypen von Thailänderinnen, also von Thai-Frauen. Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, weil ich in letzter Zeit immer mehr Anfragen bekomme von Menschen, zu, wie die mit ihrer Beziehung umgehen sollen, beziehungsweise Leute schreiben mir komplett ihre Liebesgeschichte mit ihrer thailändischen Freundin, fragen mich da eben um Rat oder ob ich da irgendwie eine Stellungnahme oder eine Auskunft ihnen dazu geben kann. Und natürlich kann ich keine allgemein gültige Auskunft darüber geben, wie das so in einer Beziehung oder was irgendwie gut ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache hier 9 Stereotypen, die mir bei thailändischen Frauen aufgefallen sind, die absolut beziehungskillend sind. Das sind aber nicht die einzigen, also auch Thai-Frauen haben natürlich super Stereotypen, die beziehungsfördernd sind. Mal mehr, als ich jetzt im Prinzip in der westlichen Welt von uns kenne. Aber es geht auch nicht um Wertung oder so etwas. Es geht darum, dass du wirklich besser zurechtkommst. Deswegen versuche ich, dieses Video zu machen, damit du besser oder viele Leute eben besser zurechtkommen, wie man mit den Stereotypen bzw. der Kultur hier in Thailand umgehen kann. Bevor ich aber zu diesen Stereotypen komme, muss ich möchte ich unbedingt etwas sagen, also die sind Stereotypen auch noch zu erwähnen, also keine wissenschaftliche Qualifikation, sondern meine persönliche Meinung und meine persönlichen Eindrücke. Und bevor ich überhaupt zu dem komme, überhaupt das allergrößte Problem, das ich sehe in den Beziehungen mit Thai-Frauen von deutschen oder europäischen Männern oder Pharangs oder wie man die auch immer nennen mag, ist, dass diese Männer oder ist überhaupt der Bezug zur eigenen Männlichkeit, zur eigenen Persönlichkeit. Jetzt werden vielleicht einige Männer enttäuscht sein, aber das ist echt in meiner Meinung das allergrößte Problem, dass viele deutsche oder deutsch sprechende Männer sich überhaupt nicht kennen in Bezug auf ihre Persönlichkeit, in Bezug auf ihre Männlichkeit. Das, was ja so, oder mit dem sich die meisten Europäer oder Deutschen, ich sage jetzt Deutsche allgemein für Schweizer, Österreicher und Deutsche, die Deutschen identifizieren, ist ihr Beruf und das identifizieren die mit ihrer Persönlichkeit. Und egal, ob das jetzt irgendwie ein Lehrer ist, ob das ein Grubenarbeiter ist, ob das ein Ingenieur ist oder ob das ein Selbstständiger ist. Die meisten Selbstständigen, die ich zum Beispiel kenne aus Deutschland, die sagen nicht, mit meiner Frau bin ich zusammen, weil das die leidenschaftlichste Liebe war, die ich jemals kennengelernt habe. Ich schwöre, die meisten sagen, ich bin mit meiner Frau zusammen, weil sie mir den Rücken frei hält. Ich möchte das nicht werten, weil logischerweise als Selbstständiger, wenn man da im Überlebenskampf steht, um zu existieren, ist das wichtig und das zeigt auch, dass Liebe vielleicht oder Funktionalität doch irgendwie auch Liebe ersetzt oder wie auch immer. Ich möchte dazu keine Wertung geben, aber sind wir uns ehrlich, in Deutschland werden doch einfach super viele Partnerschaften oder Ehen wie auch immer geschlossen, aufgrund, weil es funktional halt super zusammenpasst. Das ist ganz einfach der Grund, da ist auch nichts Schlechtes zu sagen. Aber wenn jemand, der Deutsche, der nach Thailand kommt, für die Thailänderin, die hat kein Konzept dazu. Bei der Thailänderin bist du gefordert, also da ist keine Funktionalität, dass es jetzt dann passt irgendwie, dass die sich denkt, ja, da passe ich jetzt eigentlich auch gut in dieses Produkt, also in dieses Produktionssystem, also funktional in das Produktionssystem rein, weil eigentlich identifizieren wir uns, dass wir Teil eines Produktionssystems sind oder die meisten wahrscheinlich aus Deutschland, dass die da irgendwo waren und genauso passt auch die Frau dann irgendwo in das Produktionssystem hinein. Und bei der Thailänderin nicht, da bist du gefordert als Persönlichkeit und als Mann. Die Thailänderin, die denkt sich nicht, ja wie, was hier Produktions- oder Funktionalität, wie passen wir zusammen? Da gibt es schon, ja, Funktionalität, Mann, Frau. Und die fragt, also die fragt dich nicht mit Worten, aber die fragt dich, wer bist du als Mann, wer bist du als Person? Deshalb in meinen Augen das Allerwichtigste, sich selber zu kennen, wissen, wer man ist,
was man will, warum man auf der Erde ist. Ich weiß, das ist super furchtbar schwer und wahrscheinlich müssten 95% der Menschen jetzt schon abschalten und sagen, okay, zuerst dich selber kennenzulernen. Das ist auch nicht, dass ich jetzt sage, ich kenne mich super gut, aber ich sage eben, was meine Erfahrung hier ist. Und das ist eben wichtig zu wissen, wer man ist, warum man auf der Erde ist. Vor allem aber auch seine Grenzen zu kennen. Grenzen, die man selber nicht überschreitet, die aber auch eben kein anderer überschreiten darf. Das wäre also für mich, also wahrscheinlich hat das ja nicht nur jetzt mit Thailänderinnen zu tun oder überhaupt mit Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern generell wäre das wahrscheinlich gut, wenn man sich selber kennt, weiß, wer man als Person ist, in generell jeder Beziehung zu einem anderen Mitmenschen. Okay, das vorweg. Bist du überhaupt noch dabei? Weil jetzt habe ich wahrscheinlich viele Männer beleidigt, die sich denken, ja, ja, mal schauen, was bei den Thai-Frauen falsch ist und ich fange mal an, dass eigentlich bei uns Männern sehr, sehr viel falsch ist. Aber nichtsdestotrotz zu den Stereotypen von den Thailänderinnen. Das erste oder der erste Stereotyp, den wahrscheinlich viele, die dieses Video schauen, auch kennen und das sehr oft oder das wirkliche Stereotyp in Thailand, das ist die Bankomat-suchende Thailänderin. Das ist eine Frau, die einfach jemanden sucht, der im Endeffekt alles bezahlt. Diese Frauen, die wollen da vermitteln, dass deine Aufgabe als Mann einfach die ist, als wandelnde Brieftasche durch die Gegend zu rennen und der einzige Existenzberichtigung ist, dass du eben alles bezahlst. Das extrem Perverse ist, also es gibt da Frauen, die suchen wirklich hardcore danach. Und das extrem Perverse, was ich finde, ist, die finden jede Menge Ausländer, die genau so drauf sind. Die reißen ihre Brieftasche raus und bezahlen alles, was die Frau sagt, dass die zu bezahlen haben, sofern sie das halt eben bezahlen können. Und dabei, also es ist wurscht, also da geht's bei der Frau geht's oder man hat das Gefühl, alles was in ihrem Sozialbereich an Rechnungen anfällt, soll der Typ bezahlen. Ob das das Auto vom Schwager ist, ob das ein neues Haus für die Eltern ist, ob das das Schulgeld oder das Studium für die Tochter der Tante ist oder ob das die Tierarztrechnung für einen kranken Büffel des Nachbarn ist, egal was, du hast echt das Gefühl oder die versuchen den Männern das Gefühl zu vermitteln, das einzige Recht, das der hat, am Mann zu sein, ist, wenn er die Rechnungen bezahlt. Und wie gesagt, erschrecken, wie viele Leute das dann machen und dann rumheulen. Ich weiß nicht, ob man die noch zählen kann. Die Leute, die ich im Isan erlebt habe, die dann am Tisch sitzen und rumheulen, wie die abgezockt worden sind von ihrer Frau. Und wo ich mal denke, Junge, willst du mir jetzt dann erzählen, dass du nicht am Anfang an eigentlich schon kapiert hast, dass diese Frau nur auf der Geld aus ist und jetzt, wo es weg ist, ist sie auch weg. Das ist doch eigentlich die logische Konsequenz. Der zweite Stereotyp der Thailänderinnen ist die Goldgräberin. Die Goldgräberin unterscheidet sich von der Bankomatfrau eigentlich im Grunde dadurch, dass die Bankomatfrau, sobald die merkt, dass kein Geld rauskommt, da rüttelt die nochmal den Bankomaten, tritt vielleicht nochmal gegen den Bankomaten, wenn der dann kein Geld ausspuckt, dann ist für sie der Bankomat, also der Mensch eigentlich kaputt und das war's dann. Also der ist kaputt und der wird auch nicht mehr wahrgenommen, weil der ist kaputt. Werden vielleicht einige damit resignieren können, was ich jetzt also sage, das Geld aus war bei denen, dass die Frau, die überhaupt noch nicht mal, also die ist nicht böse, sondern die nimmt dich einfach nicht mehr wahr, wie eben kaputt, fertig aus. Die Goldgräberin ist in dem Sinn anders, die gräbt, bis sie fündig wird. Also die geht mehr so ein bisschen aufs Ganze, die ist nicht so, ah, jetzt kein Geld, zack, bumm, schmeißt man in die Ecke, sondern die Goldgräberin, die, wenn die, solange die den Glauben hat, dass irgendetwas zu holen ist bei dir, so lange wirst du die nicht los. Egal, ob du sagst, ich habe kein Geld, die sagt einfach, ich glaube da nicht. Wenn die das Gefühl hat, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil die tausendmal gehört hat, jeder verlangt Geld, oder gehört hat der sagt, der hat kein Geld, die haben das meiste, hört die nicht auf, die gräbt so lange, bis sie fündig wird, es sei denn, du hast wirklich keines, dann wird sie nie fündig. Vielleicht bist du dann auch zusammen 80 Jahre mit ihr, weil die noch immer gräbt. Na, Scherz beiseite, also es ist wirklich, bei der Goldgräberin ist sehr, sehr schwer, dass du erkennen kannst, ob ihre Gefühle echt sind oder nicht, weil die einfach bei dir bleibt und viele verbergen ja ihre Intention,
Bei den meisten checkt man es, muss man ja ganz ehrlich sagen. Da merkst du schon nach einiger Zeit irgendwie, die giert doch irgendwie nach Materialistischen, nach Geld, die giert irgendwie nach Wohlstand, nach Statussymbolen, nach Äußerlichkeiten. Aber eben, wie gesagt, nicht alle. Daher wird das ist es manchmal sehr, sehr schwierig zu unterscheiden, ist das jetzt eine Goldgräberin oder sind die Gefühle für mich tatsächlich echt. Der dritte Stereotyp, das ist die emotional manipulierende Thailänderin. Es gibt Thai-Frauen, Junge, die in einem Fingerschnips kann die von wo du glaubst, zuerst herzhaft lachen, zu herzzerreißend bitterlichen Weinen überwechseln. Also ich glaube, da würden einige Hollywood-Schauspieler sich freuen, wenn die das so gut hinkriegen würden, wie manche so ganz normale Thailänderinnen. Und das sind eben, die zeigt ja nicht jetzt an ihre tatsächlichen Gefühle damit, sondern die versuchen dich mit ihrer Gefühlsschau sozusagen emotional zu manipulieren. Und die sind da super, super clever. Also die kriegen sehr, sehr schnell raus, wann sie bei dir jetzt dann irgendwo auf die Tränendrüse drücken müssen, wann sie dich zum Lachen bringen müssen, um dich dahingehend zu manipulieren, wo die eben genau dich haben wollen. Das Problem dabei ist natürlich, wenn du am Anfang verliebt bist, du denkst ja nicht daran, dass jemand dich so auf die, also wir sind es, also ich zumindest, ich glaube, die meisten Deutschen sind das nicht gewohnt, dass man auf so eine extreme Art und Weise manipuliert wird. Aber diese Frauen wirklich, da habe ich oft so das Gefühl, die haben überhaupt keine Empathie. Das ist wirklich logisch und erlernt. Die haben sich gefühlsmäßig, also wir absolut komplett unter Kontrolle, also ärgstens, also wie die sich gefühlsmäßig unter Kontrolle haben. Man könnte denen auch jetzt dann wirklich eine Psychopathie oder Soziopathie irgendwie unterstellen oder man ist versucht dazu, weil die wirklich so, ja im Endeffekt ist das ein sehr soziopathisches Verhalten, wie die dann ihre Phalanx ausnehmen im Endeffekt, wenn die so weit haben. Aber auch wenn du mit der Frau zusammen bist, dann wirst du wahrscheinlich, ja, ich glaube, die wenigsten sind am Anfang in der Lage, das zu unterscheiden, da wirst du manipuliert. Aber irgendwann einmal wirst du merken, da ist eine emotionale Kälte, da ist eine emotionale Leere, weil irgendwann checkst, die Frau, wenn die lacht, dann lacht die nicht, dann ist das ein Lachen aus dem Gesicht heraus, nach außen hin, das ist kein Lachen, das von innen kommt. Und irgendwann checkst auch, das Weinen ist ein oberflächliches Ding, das eigentlich nur als Instrument eingesetzt wird, um dich eben irgendwohin zu manipulieren. Der vierte Stereotyp, der bei Thailänderinnen dir sehr stark auffallen kann, das ist die Drama Queen. Im Prinzip ein emotionales Kind. Das ist genau das Gegenteil davon, von der, die dich emotional manipulieren will. Die hat sich gefühlsmäßig, megamäßig unter Kontrolle. Die Drama Queen, da hast du wirklich, ja, wie ein störrisches Kind, auf dem geistigen Level von einem 5-Jährigen oder 10-Jährigen in einem erwachsenen Körper. Das ist unglaublich. Also da wirst du einfach von einer Drama-Vorstellung wirst du zur nächsten schaukeln und 90% der kompletten Kommunikation, die du mit dieser Frau hast, die beschäftigt sich nur mit Drama. Drama, Baby, Drama, Baby, Drama. Es ist wirklich es ist schwierig für einen deutschen Mann, ganz ehrlich jetzt, um das kurz einzuschieben, du wirst als deutscher Mann, geht dein Herz auf im Endeffekt, weil diese Frau dir irgendwo das Gefühl vermittelt der Männlichkeit auch, weil die Drama macht, die sagt nicht, ja, ich bin da funktional mit dem Typen zusammen, die scheißt auf jede Funktionalität, was ja dich als Mann jetzt dann einmal so sagt, wow, super, die ist so, sagen wir mal, fraulich in irgendeiner Art und Weise, weil die gibt Gas eben als Frau, also für sich eigentlich, als Frau und hier und da, und die scheißt sich überhaupt nicht um irgendeine Funktionalität oder dass du irgendwie das hineinpassen musst. Damit bist du gefordert und am Anfang ist das auch wirklich, glaube ich auch, dass viele Männer sich denken, so, sie werden in ihrer Männlichkeit als Person oder ja, Männlichkeit wahrgenommen, weil sie eben so eine Drama Queen haben. Aber im Endeffekt ist die nicht tatsächlich eine Drama, oder ja, ist eine Drama Queen, aber der Grund, warum die so ist, ist ja nicht einmal, weil die als Persönlichkeit so ist, sondern ich würde wirklich sagen, der Grund liegt im modernen thailändischen Fernsehen, an diesen ganzen Soaps. Wenn du diese Frauen, die Drama Queens sind, wenn du guckst, was die machen, da schauen die sich all diese thailändischen Soaps an.
und die sind echt Gift fürs Volk. Da werden Frauen gezeigt, die eben super aggressiv sind, die super Drama machen, die sich super aufführen wie die Geisteskranken, und die werden da verherrlicht dargestellt. Viele werden auch noch mit Vergewalt oder gewaltverherrlichend dargestellt, die auf ihren Liebhaber einprügeln, die ihn eine reinhauen in die Fresse, in der Öffentlichkeit. Und das wird im Fernsehen, in den Soaps so dargestellt, wie toll die Frau ist. Schau, guck da mal an. Vielleicht wahrscheinlich aus der Unterdrückung raus, die drischten Typen eine gleich in der Öffentlichkeit, obwohl der eh nichts getan hat. Also wirklich, diese Gewalt wird verherrlicht auf grundlose Art und Weise. Und die Drama-Queens, die du hier kennenlernst, schau einmal, wenn du so eine hast, welche Sendung guck dir an, dann kannst eigentlich dein Leben schon, dann weißt eigentlich schon das nächste Mal, wie sie reagieren wird. Genauso wie das, was die im Fernsehen irgendwie gesehen hat, das modifiziert die irgendwie in ihr Leben hinein. Und mit dieser Frau wirst du nie, also am Anfang, wie gesagt, hast du einen Spike irgendwie, es gefällt dir vielleicht, aber das wird dich emotional auf Dauer ruinieren. Dann der fünfte Stereotyp ist die, der auch in dieses emotionale Kindsein passt, das ist die Erpresserin. Ich weiß nicht, wie oft ich das im Isan erlebt habe, von allen, die ja ihre Frau aus dem 7-Eleven haben oder die vorher irgendwie meistens Bankmanagerin war oder Privatkrankenhaus in Pattaya besessen hat wahrscheinlich oder so. Da sagt die Frau zu denen, wenn du das oder das machst oder eben nicht machst, dann gehe ich wieder nach Pattaya arbeiten. Und davor gehaltener Hand gesagt, die geht nicht nach Pattaya arbeiten wieder als Chefin eines Krankenhauses, sondern die ist da in der Walking Street und verkauft ihre körperlichen Fähigkeiten. Und was wirklich das Allerperverseste ist, dieser Frau sitzt eigentlich unter Anführungszeichen ein zivilisierter Mitteleuropäer gegenüber und sagt, ja, Tirak. Also das ist unglaublich, wie oft ich das im Isan, deswegen bin ich so oft vom Glauben abgefallen. Ich habe mir echt, mir ist halt zumindest dazu nichts eingefallen. Da ist ein erwachsener Mann eigentlich, der sich irgendwo eine Frau nimmt, wo der eigentlich normalerweise sagt, man reißt sich nicht jetzt an irgendwie sowas aus der Gosse heraus und sagt, das ist meine Lebenspartnerin, aber die bei jeder Kleinigkeit, wenn irgendwas ihr gegen den Strich geht, ihn dann bedroht und sagt, hey Alter, wenn du nicht spürst, wie ich sage, bin ich in Pattaya und ich reiß die Beine auseinander und ich habe mit jedem anderen Typen Sex, der mir irgendwie, egal wie grausig der ist, Hauptsache der bezahlt irgendwas, und das mache ich. Und du kriegst meine Dinge da nicht mehr. Das ist unglaublich. Das ist richtiger Pussy-Terror irgendwie, wie man das so sagen könnte. Ärgstens eigentlich. Also die Erpresserin. Und wenn du sagst, das gibt's nicht so oft, ich wette, ich gehe jede Wette ein, wir können sofort im Messer anfangen. Ich würde wetten, wenn da irgendwo ein Fahrrang-Treffen ist, dann sind mindestens 50, da würde ich alles wetten, mindestens 50 Männer, die eine Frau da haben, die das mindestens schon einmal zu denen gesagt hat, wenn du nicht parierst, dann verkaufe ich meinen Körper wieder oder gehe wieder eben als Prostituierte arbeiten im Endeffekt. Das ist unglaublich. Der sechste Stereotyp, der für drei Frauen zutrifft, das ist diese aggressive Dreifrau. Man könnte ja meinen, dass alle Thailänderinnen ja immer so nett und hin und her und zierlich und lieb sind. Das trifft auch auf die meisten zu, also die meisten sind ja wirklich nett und zurückhaltend. Aber es gibt echt extremst aggressive Frauen, und dabei muss man wirklich auch berücksichtigen, ich meine, die Thailänder, die verwenden ihr Hirn ja echt so schon oft nicht sehr, sehr viel. Aber wenn ein Thailänder, egal ob Thailänder oder Thailänderin, wenn die aggressiv werden, dann ist das Hirn bei denen komplett aus. Da sind die unberechenbar und dicken aus, wo ich mir denke, normal gibt es dann nur weg und auch nie mehr wieder zurück irgendwo. Also ich weiß nicht, auch unzählige Male, wie oft ich im Isan erlebt habe, wie Afarang von seiner thailändischen Freundin mit einem Messer, mit irgendeinem Schlachtermesser, mit einem Butchmesser, mit einer Axt, mit einer Motorsäge, mit einer Gatschok
Sagajok ist irgendwie so ein Krampen, den man zum Umbudeln verwendet. Bedroht worden ist, die steht da mit ihm wirklich auf Todesdrohung. Ich bring dich um, du Sau. So in der Art kommen die da rüber. Also, die sagen jetzt Schwein, glaube ich. So österreichischer Ausdruck vielleicht. Aber unglaublich aggressiv. Und da würde ich auch wieder wetten. Also, weit über der Hälfte der Männer haben das schon erlebt. Für mich unglaublich, dass man damit zusammen sein kann. Da gibt es für mich eigentlich keinen Ausweg. Die Leute, die Männer entschuldigen das, ja, weil sie hat eine schlechte Kindheit gehabt und so weiter. Junge, vergiss das. Also eine Thailänderin, die aggressiv ist, da würde ich dir echt sagen, nimm die Beine in die Hand und renn weg so schnell wie möglich, weil du hast im Endeffekt, also bei jedem dieser Stereotypen eigentlich, hast du kein schönes Leben. Der siebte Stereotyp für Thailänderinnen, das ist die auch, passt auch dazu, diese extrem eifersüchtige Thailänder. Es gibt hier wirklich also verrückt, unglaublich, krankhaft eifersüchtig. Ich weiß, es gibt auch Eifersüchtige in Österreich und immer weg von Eifersüchtigen. Aber was ich hier erlebt habe, da würde ich echt sagen, ein thailändischer Stereotyp. So extrem eifersüchtig. Und die sagen auch, also die viele Aussagen von drei Frauen sind so, ja, ich bin deswegen eifersüchtig, weil ich dich liebe. Wenn ich dich nicht lieben würde, wäre ich ja nicht eifersüchtig. Pustekuchen, das ist überhaupt nie. Also Eifersucht hat nie etwas mit Liebe zu tun, sondern vielmehr mit Verlustangst. Also das heißt, eine Partnerin, egal ob das eine Thailänderin ist, aber da wirst du das vielleicht oft erleben, die hat extreme Verlustangst, die möchte dich einfach nur besitzen. Und so extrem wie das hier abläuft, das, also wie ich es hier erlebt habe, ich kann ja sowieso mit keiner zusammen sein, die eifersüchtig ist, ist unglaublich. Das ist eben, du wirst als Typ 1000 Mal angerufen, wenn du irgendwo bist, kontrolliert, was machst du, bist du wohl mit keiner. Die kommen noch daher und sagen hier heutzutage über Facebook, schalt ja die Kamera ein, damit die ja sieht, ob du ja nicht irgendwo, ob da nicht irgendwo eine Frau in deiner Nähe ist und so weiter und so fort. Wenn du irgendwie zu spät nach Hause kommst, also bevor das Mega-Palaver ist, ruft die dich eh schon 1000 Mal an, dann hebst du vielleicht nicht ab, weil genervt bist, dann kommst du nach Hause, dann bist du sowieso schon verurteilt, weil du es vorher nicht abgehoben hast, das Telefon, dass du die ja betrogen hast. Und es geht einfach insane, hätte ich jetzt fast gesagt, also verrückt, verrückt passt irgendwie, geisteskrank, irre zu, also unglaublich. Und vor allem geht das sehr, sehr oft einher mit der aggressiven Thailänderin. Also wenn die eifersüchtig ist, die wenigsten heulen ja dann zu Hause einfach so still vor sich hin, weil sie eifersüchtig sind, weil sie Verlustangst haben. Sondern bei vielen ist das noch mit der Aggressivität, geht das einher und dann geht es richtig rund. Also Thailand ist, kannst du auch auf Wikipedia nachschauen, das Land weltweit mit Abstand den meisten, sagt man da, Penistransplantationen, also wo der Penis wieder angenäht wird, weil der von Thailänderinnen einfach in der Nacht, wenn der Typ dann schläft, oder kommt die mit dem Messer und schneidet dem seinen Penis ab, damit er ja nicht wieder fremd geht. Deswegen, wenn du dein Glied liebst, wenn du gern ein schmuckes Glied behältst von einer eifersüchtigen Thai, bei der Europäerin, da kannst du zumindest ausgehen, dass die da nicht das Glied abschneidet in der Nacht. Bei der Thailänderin ist die Chance wahrscheinlich 50-50. Die achte Eigenschaft, die würde ich im Normalfall nicht erwähnen, das sind Drogen- oder alkoholabhängige Thai-Frauen. Ich erwähne es aber deshalb, weil wirklich, ich frage mich oft, ich denke, in Europa habe ich das nicht so erlebt, dass ein Typ jetzt eine Frau nimmt, wo du weißt, die ist alkoholabhängig oder drogenabhängig. In Thailand wird das so irgendwie so, ja, das ist unglaublich, wenn du die Typen siehst, so, ja, die raucht da immer Jaba mit ihren Freundinnen und so weiter und so fort. Und du denkst da, Junge, weißt du, was da abgeht? Also erstens einmal weißt du schon einmal, wenn die Freundin Jaba raucht mit ihren Typen, mit ihren Freunden, da sind auch meistens Typen dabei, da geht's gangbangmäßig sowieso einmal hardcore zur Sache. Nur einmal das. Ich meine, es ist wurscht, wenn man selber vielleicht das nicht mehr so schafft, dann ist man vielleicht froh, wenn man Hilfe hat. Ich weiß es nicht, ob vielleicht manche so denken. Aber Junge, da geht's ab und von allem von Jaba, die werden ja wirklich, da kriegen ja voll viele wirkliche Psychosen, die sind nicht mehr zurechnungsfähig. Vor allem in Kombination, wenn die noch aggressiv oder eifersüchtig sind, da kannst du richtig böse Überraschungen erleben. Aber auch mit dem Alkohol. Und ich würde generell das einfach wirklich, vor allem weil mich Leute fragen mit Thailänderinnen, wie die merken, ob das eine gute Thailänderin ist, kannst du eh nicht sagen.
Aber in der Thai-Kultur, ich würde wirklich, für mich wäre ein absolutes K.O.-Kriterium, egal wie stark ich verliebt wäre, wäre, glaube ich, allein wenn ich nur rauche. Denn eine Thailänderin, die raucht, das ist einfach eine aus der Gosse, aus der untersten Schublade, in meinen Augen. Es wird Ausnahmen geben, aber das ist meine Erfahrung. Du findest, oder ich habe keine Thailänderin kennengelernt, die nicht wirklich der letzte menschliche Rotz sind, die rauchen. Also ist ja super, wenn man die jetzt dann vielleicht als irgendeine Partnerin haben will, wenn man darauf steht, aber von Charakter, von irgendwelchen Zügen, die wir, oder Wertvorstellungen, die wir in Europa haben, ist eine Thailänderin, die also nur normal raucht, ist die also Universen weit entfernt, nicht Kilometer, Universen weit entfernt. Deswegen erwähne ich das mit dem Alkoholproblem. Und der neunte Punkt, und das ist ein wirklich thailändischer Punkt, das ist die Verteidigerin. Das ist ein Stereotyp im Endeffekt, den ich so stark eigentlich oder bisher eigentlich im Endeffekt nur in Thailand kennengelernt habe. Das allergrößte, ich erkläre gleich auch, was ich damit meine, das allergrößte Problem, was ja so für die Thailänder ist, ist ja ihr Gesicht zu verlieren. Und die Verteidigerin, das ist die Kategorie von Mensch, die lehnt jede Konversation ab. Also jede Konversation, die irgendwie intelligenzmäßig über Rührei kochen oder Beine breit machen hinausgehen, lehnt die kategorisch ab. Also bei allen, wo irgendwo im Entferntesten sein könnte, dass ihr Intellekt gefordert wird. Denn in Thailand gibt es so einen Spruch, my Lu, my Pit, also wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich auch nicht falsch liegen oder nichts falsch machen. Wenn ich etwas nicht weiß, bin ich auch nicht dumm, so in der Art irgendwie. Wobei in Europa das schon wäre, jemand, der nicht lernen will und dumm sein will, das wäre schon einmal, da hättest du ja dein Gesicht komplett verloren. Da bist du als kompletter Vollidiot abgestempelt. Und diese Frauen leben in dieser Bubble. Wenn du mit, also, das sind wirklich einfachste Sachen und die reagieren darauf komplett ablehnend. Ich höre es nicht, sag, da redest mit dir 10 Mal, da sagt die noch immer, na, ich höre es nicht so irgendwie. Oder die wird aggressiv oder irgendwann steht die da und sagt la 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 und lehnt das komplett ab und versucht dann wirklich auch meistens auf abwertende, aggressive Art und Weise dir zu erzählen, was du für ein Idiot bist, da über so eine Scheiße zu labern, wenn es jetzt um Politik oder um Europa oder um irgendwas gehen würde, was jetzt oder Kultur oder irgendetwas, zu irgendeiner Meinung, zu irgendetwas, die Entwicklung der Musikrichtung oder sonst irgendetwas, egal was, versucht sie dir zu erklären, wie blöd du bist, dass du dich mit so etwas auseinanderzusetzt. Nur um ihr, also weil in ihrer Welt sie damit das Gesicht nicht verliert. Und wenn du glaubst jetzt, weil ich vorher gesagt habe, unterste Gosse, dass das Thailänderinnen sind, die immer nur aus der untersten Gosse kommen, völlig falsch. Es gibt super viele High Society Thais, die viele solche Frauen haben, weil für die passt das auch. Weil der will, das ist auch ein Stereotyp von den Thai-Männern, der will ja jetzt nicht eine gleichberechtigte Partnerin, der möchte eigentlich nur so Fleisch für Sex zu Hause haben oftmals und damit passt das, die soll auch nicht so viel nachdenken. Also das ist nicht unbedingt, dass du jetzt dann sagst, das ist eine von der untersten Schicht, das ist wirklich ein Stereotyp, der in ihrer Kultur zu suchen ist mit diesem Gesichtsverlust und natürlich mit dieser, also mit der Aussage, my Lu, my Peter, so, wenn ich es nicht weiß, dann kann ich nie falsch sein. Das ist ja eigentlich, spricht ja eh Bände. Also das sind eben diese neuen Stereotypen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, dich besser zurechtzufinden. Natürlich sind das meine subjektiven Wahrnehmungen, aber so wie ich sie erzähle, kannst du das ja für dich adaptieren, für deine Beziehung mit deiner Thailänderin. Wobei, zum Schluss nochmal unterstrichen, in meinen Augen, das wirklich allergrößte Problem ist, sich selbst zu kennen. Das ist der Grund, warum ich seit 3 Jahren keine Beziehung mehr habe. Und selbst Thailänderinnen, die mich fragen, so, warum hast du das nicht? Wo ich mich so ernsthaft gesagt habe, weil ich mich selber nicht kenne, weil ich selber unfähig bin, mich zu lieben. Und ich möchte zuerst selbst mich lieben. Da reißt Munden, Teifrauen die Schädelknobber und denken sich, wow. Welche Gedanken, also ohne, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie mich verurteilt haben, sondern sich gedacht haben, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee, die dann selbst nachdenken, über sich selber zu lieben. Ich habe sogar Thailänderinnen schon gehabt, die wirklich fasziniert waren und gesagt haben, tatsächlich, ich möchte mich auch gern lieben. Und also Thailänderinnen, die mal gesagt haben,
ich kann mich nicht lieben und ich würde mir auch sehr, mein größtes Problem ist, mich selbst zu lieben. Deswegen ist, glaube ich, wirklich das größte Problem. Es fängt natürlich an mit dem Bewusstwerden. Ansonsten, wenn dir das Video Haufen Mehrwert geliefert hat, gib dem einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn dich solche Themen interessieren, aber vergiss nicht, die Schelle dabei anzuklicken, damit du auch immer benachrichtigt wirst, wenn solch wertvoller, geiler Content kommt von mir. Wie jeder Content von mir ist super wertvoll und geil, um ein bisschen auch witzig zu sein oder arrogant zu wirken wieder. Na, ich freue mich, dass du dir das Video angesehen hast. Ich sage Servus und wünsche dir wirklich von meinem Herzen alles Gute. Bis zum nächsten Mal und dass all deine Wünsche im Bereich Beziehung in Erfüllung gehen. Servus.